Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde Everlight, bevor wir morgen mit Alan Wake weitermachen. Versteht sie von selbst, ne? Ist ja Sonntagmorgen. Resümee. Ihr ist jetzt ein absoluter Technikfreak. Könnte eine, war es richtig, Zeitmaschine bauen? Ich glaube, das war doch. Ja, morgen wird Sonntag, genau so ist es. Ja, langer Tag ist morgen, weil heute Morgen ist noch eine Geburtstagsfeier in der Familie. Deswegen lang, weil wir müssen noch fahren, wieder zurückfahren. Aber keine Sorge, Abendprogramm steht. Also so lange sind wir nicht unterwegs. Lang ist im Sinne nur von früh bis spät. Genau. Hier geht's weiter. Genau. Wir brauchen aber Dinge, wenn ich mich nicht irre. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, das Spiel neigt zum Abstürzen. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Rathaus Lichterloh in Flammen! Oh, ja, Rathaus Lichterloh in Flammen! So, und das ist, was war, wie hieß er? Valerie, Valera, Valeropsassa, der hier von ihr, der Opa, ne? Der hat die Sache. Hallo. Hi. Ach hier, genau. Ich suche nach einem ganz bestimmten Dokument, das dein Großvater beschlagnahmt hat. Was sollen das für Dokumente sein? Pläne für eine harmlose kleine Erfindung. Es ist so eine Art Zeitmaschine. Ich brauche die Pläne zum Wohle der Stadt. Es liegt ja ein Fluch auf Tallinn und ich will in die Vergangenheit reisen, um herauszubekommen, was es damit auf sich hat. Hm, das klingt vollkommen übergeschnappt. Aber es passt zu dieser seltsamen Stadt. Ich könnte natürlich mal schauen, ob ich diese Unterlagen im Haus finde. Aber ich muss auf eine kleine Gegenleistung bestehen. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Aber ist ja eigentlich informiert worden. Also die riesige Liste, die ich vorher schon gesehen habe, aber okay, die ging teilweise nur auf so sozialen Medien rum, ne? Beeindruckende Zahl. Und es waren keine Traktoren. Ja, also ein Traktor sind halt, weiß ich nicht, wenn man Menschenhaufen sehen würde, vielleicht so 10, 20 Leute, ne? Und ich weiß nicht, Frankfurt, wie viele es waren, aber Hamburg waren wir halt irgendwo sechsstellig. Also nicht wir, ich nicht, aber die Leute, ne? Ist enorm. Wenn ich das in Traktoren hochrechne, puh. Was willst du denn für eine Gegenleistung, wenn du mir die Pläne für die Zeitmaschine besorgst? Ich möchte meinem Freund in meiner Heimatstadt einen Brief zukommen lassen. Freund? Aber leider geht das nicht, weil die Post in Tallinn streikt. Wenn du es mit einem Fluch aufnehmen kannst, dann schaffst du es doch auch, trotz Streik einen Brief zu verschicken. Ein Brief für dein... Stimmt was nicht? Nein, nein. Es ist nur... Ich frage mich, wie ich trotz des Streiks diesen Brief verschicken soll. Aber da fällt mir schon was ein. Okay, ich werde versuchen, den Brief an deinen Freund zu schicken. Ich hab's mir überlegt. Ich werde versuchen, den Brief an deinen Freund zu schicken. Das ist ja großartig. Hier, nimm. Die Adresse steht schon drauf. Das ist ja gar kein Brief, das war ein Paket oder was? Ich gehe da mal wieder. Bis später. Oh je, jetzt wird's schwierig. Sie hat also einen Freund. Ja. Das ist ja furchtbar. Und dieses gefühllose Wesen gibt hier sogar noch einen Brief für ihn mit. Sollst du jetzt auch noch den Liebesboten spielen? Was für ein Biest. Ach, was weiß ich. Ich werde mich jedenfalls drum kümmern. Ich hab's versprochen. Wie nobel. Das muss dich ja einiges an Überwindung kosten, ihr dabei zu helfen, mit ihrem Freund herumzuturteln. Wahrscheinlich ist der Typ auch noch ein echter Widerling. Könnten wir mal das Thema wechseln? Sicher, sicher. Diese unerfreuliche Sache hat auch einen positiven Aspekt. Ich habe nämlich mittlerweile eine recht klare Vorstellung davon, wie deine Prüfung zur Angst vor der Einsamkeit ablaufen könnte. Na toll. Einsamkeit ist ja gerade ein recht aktuelles Thema bei dir. Danke, sehr taktvoll. Oh, nein! Was bin ich nur für ein Trampel? Melvin, es tut mir wirklich leid, ich habe nicht nachgedacht. Oh nein, ich könnte vor Scham im Boden versinken. Tu's doch! Jammerlappen, nimm dich zusammen. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Fanny, nerv nicht. Alter, das ist ja... Also... Oh, ich habe sehr viel aufgeräumt, wie es aussieht. Ich habe mal Savegames gelöscht, ne? Vielleicht liegt's auch da dran. Gut. Rathaus Lichterloh in Flammen!
Rathaus Lichterloh in Flammen! Was willst du? Da. Ich möchte einen Brief verschicken. Das geht nicht. Das Postsystem ist wegen Streiks außer Betrieb. Warum wird denn gestreikt? Weil der Stadtrat unsere Preiserhöhung nicht genehmigt hat und die Zulieferer ihre Preise für die Kapseln nicht senken. Verstehe. Du verdienst zu wenig am Porto. Nein. Die Kapsel kostet jetzt schon mehr als das Porto. Ich arbeite also umsonst und lege aus eigener Tasche noch etwas drauf, damit ich die Kapseln bezahlen kann. Puh, das ist natürlich schon ein kleines Problem. Warum lässt du dir das bieten, dass du so ausgebeutet wirst? Ich wehre mich doch, deshalb streike ich ja. Wie lange hast du denn schon draufgezahlt? Darüber möchte ich jetzt nicht nachdenken, sonst raste ich vor Wut aus. Dass er ausrasten kann, wissen wir, ne? In der Nacht. Kannst du die Magiekapsel nicht irgendwo billiger einkaufen? Leider nicht. Es gibt nur einen Hersteller dieser Kapseln und das ist Walt. Zuletzt hat er wöchentlich die Preise erhöht, bis gar nichts mehr ging. Wenn es doch nur einen anderen Anbieter für die Kapseln gäbe. Was ist das eigentlich für eine Halle nebenan? Das ist Walls Manufaktur. Da werden die Magiekapseln hergestellt. Vielleicht müssen wir da rein. Ich bin da mal weg. Bis später. Okay, Walt. Achso, das ist der Brief. Den Brief hat Laura geschrieben. Leider nicht an mich, sondern an irgendeinen Typen namens Lohmann. Lohmann? Nee, ist die falsche Richtung. Rathaus Lichterloh in Flammen. Was willst du hier, Kleiner? Ich habe eine Frage wegen der Postkugeln. Ja? Was ist mit meinen Postkugeln? Könnte ich vielleicht eine haben? Als Werbegeschenk oder so? Werbegeschenk? Ja, sehe ich denn verrückt aus? Ich verschenke doch meine teuren Postkugeln nicht. Das grenzt ja an Diebstahl. Unverschämtheit. Wenn du eine haben willst, dann zahl gefälligst 7 Goldstücke. Ansonsten lass es und zieh Leine. Da fällt mir ein, ich müsste wirklich mal wieder in die Manufaktur, um nach dem Rechten zu sehen. Mhm. Hoffentlich hat Sven, dieser Schwachsinnige, nicht alles demoliert. Ist interessant, das Licht wandert. Guck mal. Die Lichtquelle ist sonst wo. Die ist jetzt hier unten. Die hat erst hier angefangen zu leuchten und leuchtete jetzt nach da. Rathaus, Lichterloh in Flammen! Ah, ich speichere mal. Da ist ein Schlüssel. Krieg ich den? Was willst du? Nee. Genug geredet. Steck deine Nase nicht in fremde Angelegenheiten. Das ist doch keine fremde Angelegenheit. Höchstrichterlich entschieden. Behalt deine Finger bei dir, Bengel. Bengel? Da ist Lucky Luke. Pfoten weg, Bursche! Immer diese neugierigen Belger, die sollte man in den Kessel stopfen. Darf ich überhaupt irgendwas machen, haben die da? Wehe dir, wenn ich deine Fingerabdrücke auf meinem Eigentum wiederfinde. Der nervt wirklich. Sag mal ja, Walt. Was für eine elende Plackerei. Und wozu rackere ich mich ab? Nur, damit ich mein tristes Dasein mit der einen oder anderen winzigen Anschaffung aufhellen kann. Den Rest meiner spärlichen Einnahmen werfe ich doch sowieso der Steuer in den Rachen. Ein Hundeleben ist das. Hallo, du jammerst gerade? Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Und ob? Weißt du, man hat es heutzutage nicht leicht als Unternehmer. Alle reden immer von Reichtum.
aber niemand von der erdrückenden Verantwortung. Viele glauben ja, meine Kapselmanufaktur wäre ein krisensicheres Geschäft. Die haben keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Was ist das für eine Maschine? Sieht man das nicht? Das ist eine Postkapselherstellungsmaschine. Ach so. Aha, lass mich raten. Damit stellt man Postkapseln her. Genau. Die einzige Maschine dieser Art weit und breit. Daher bin ich der Einzige in dieser Stadt, der die magischen Kapseln für das Überlandbriefsystem herstellen kann. Und das in der allerhöchsten Qualität. Die braucht man nämlich für die Kapseln auch. Ich bin beeindruckt. Nicht wahr? Da ist es regelrecht schade, dass immer weniger Postkapseln benötigt werden. Ja, weil sie so teuer sind, mein Freund. Ich habe gehört, deine Kapseln sind unbezahlbar teuer. Wer erzählt denn so einen Quatsch? Es werden böse Verleumdungen über mich ausgestreut, um mir Preissenkungen abzupressen. Aber nicht mit mir. Ich bin Unternehmer. Ich will Gewinn erzielen. Wenn ich ein guter Mensch sein wollte, würde ich Decken an die Armen verteilen. Aber Sven macht an jeder Postkapsel Verlust, weil sie teurer als das Porto ist. Ist das nicht schrecklich? Happalapap! Solange das verdammte Überlandbriefsystem streikt, verdiene ich sowieso nichts. Jemand sollte diesen Sven zur Vernunft bringen. Es wäre für alle das Beste, wenn er die Klappe hielte und weiter aus seiner Tasche zuschießt. Von dem Geld habe ich monatelang bestens gelebt. So, und jetzt raus hier. Ich mache die Fabrik jetzt zu. Solange die Post keine Kapseln kauft, brauche ich auch keine zu produzieren. Wir werden ja sehen, wer den längeren Atem hat. So, jetzt mache ich den Laden zu. Und tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Panzersteuerung, ja. Was für ein unausstehlicher, geldgieriger Kerl. Hast du mitbekommen, was er eben über seine Konkurrenten gesagt hat? Er hat gar nichts über seine Konkurrenz gesagt. Er hat doch gar keine. Eben, genau das ist der Punkt. Sowas nennt man ein Monopol. Deshalb kann er für die magischen Kapseln so viel Geld nehmen, wie es ihm gefällt. Also nimmt er Sven so weit aus, wie es geht. So ein Gierschlund. Und solange er nicht einlenkt, wird das Postsystem streiken. Man müsste Walt dazu bringen, seine Kapseln billiger zu verkaufen. Gute Idee. Wird vielleicht Zeit, dass hier ein anderer Anbieter für Postkapseln auftaucht. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, das fände ich auch. Riss es nicht einfach. Rathaus, Lichterloh in Flammen! Genau. Rathaus, Lichterloh in Flammen! Alle verhauen, gleichzeitig. Was willst du? Weißt du zufällig, wie ich in Walts Manufaktur reinkomme? Nein, er schließt immer ab. Versuch es gar nicht erst, wenn du nicht lebensmüde bist. Der Letzte, den er erwischt hat, der musste bis an sein Lebensende Frondienste leisten. Er hat einen Einbrecher versklavt? Ist das legal? Natürlich nicht. Walts Vater hat einen Ausbrecher erwischt, der sich aus dem Kerker herausbuddeln wollte. Angeblich kam sein Fluchttunnel in der Manufaktur heraus. Walt Senior stellte den armen Kerl vor die Wahl, für ihn zu schuften oder zurück in den Kerker geschleift zu werden. Nach 50 Jahren stellte sich der arme Hund selbst, weil er es nicht mehr ertragen konnte. Klingt nicht sehr ermutigend. Gibt es denn den Geheimgang noch? Was weiß ich? Ich war weder im Kerker noch in der Manufaktur und mich bringen da auch keine 10 Pferde hin. Ich bin da mal weg. Bis später. Man kommt also vielleicht über den Kerker in die Manufaktur. Jetzt ist nur noch die Frage, wie komme ich in den Kerker? Na, das sollte einfach sein. Vermutlich muss ich nicht unbedingt einen Mord begehen. Eine Beamtenbeleidigung tut es vielleicht auch. Da musst du den schneller um die Ecke bringen und dann abhauen. Lass sie dir nicht verfolgen, oder? Oder die Rathaus, Sachen Rathaus, Lichterloh in Flammen! Rathaus, Lichterloh in Flammen! Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Es geht schon wieder gut los. Was ist denn da? Ich glaube, es liegt am gottverdammten Kopierschutz. Es ist ja nun mal, ne? Also ich glaube, das liegt da dran. Wartet mal kurz. Ganz kurz. Ich glaube, das liegt da dran.
Es gibt immer eine Lösung für jedes Problem. Wie hieß das Spiel? Achso, eh, ne? Es sieht so aus. Gucken wir mal hin. Ich weiß es ja nicht, ob das funktioniert. Aber man muss es halt probieren. Wo ist es? Oder? Ja, das könnte klappen. Gucken wir mal. Wir schauen mal, ob das klappt. So, das klicken und hier klicken. Nicht die Pop-Ups klicken. Pop-Ups sind böse, ne? Immer dran denken. Pop-Ups sind ganz böse. Dann hier und dann da und dann da. Wo ist die Datei? Da ist sie, okay. Dann packen wir die mal hier zur Seite. Dann packen wir die hier rein. Die scheint sich optisch nicht groß verändert zu haben. Vielleicht haben wir Glück. Und schupp. Wir gucken mal, ob es klappt. Zumindest spinnt die CD nicht hoch. Rathaus, Lichterloh in Flammen! Rathaus, Lichterloh in Flammen! Der arme Beamte wird in dieser Bretterbox sicher wahnsinnig. Nö, das ist er schon. Was ist schon? Nee. Was willst du? So, ich muss mal kurz nochmal hier, ne? Ich bin... Also wenn das... Kommt also... Wenn das Spiel jetzt so stabil sein sollte, dann wisst ihr, woran es liegt. Ach, guck mal, das ist ein Valerius. Hallo, Melvin. Hi. Womit kann ich dir helfen? Könntest du nicht die Tariferhöhung für das Überlandbriefsystem genehmigen? Ich könnte, aber das ist wirklich nicht mein Gebiet. Frag Adamus. Ich habe deine Enkelin getroffen. Ja, ja, richtig. Das arme Ding. Sie soll hier ihre Ferien verbringen. Dabei habe ich kaum Zeit für sie. Tagsüber arbeite ich im Rathaus. Und dann ist da noch der Fluch, sodass ich mich nachts auch nicht gerade rührend um Laura kümmern kann. Ach, da fällt mir was ein. Ich hatte doch ein Geschenk für sie. Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, wo sie doch so romantisch ist. Eine Mondlampe. Das Dumme ist nur, die Lampe ist noch gar nicht aufgeladen, weil ich nachts, nicht dazu komme. Und so kann ich sie wirklich nicht verschenken. Wenn du dich drum kümmern könntest, sag Bescheid. Okay, Ich könnte diese Mondlampe für dich aufladen. Du musst mir nur sagen, was ich damit machen muss. Großartig. Du musst die Lampe nur ins Mondlicht halten. Dann lädt sie sich damit auf. In der Stadt funktioniert das nicht besonders gut. Hier ist es überall zu hell. Vielleicht solltest du damit aus der Stadt gehen. Der Friedhof ist sicher ein guter Ort, um die Lampe aufzuladen. Was weißt du über die Vergangenheit von Tallinn? Ach, viel zu wenig. Da fragst du am besten mal Adamus. Der kennt die Stadtgeschichte vor und zurück. Der weiß auf den Tag genau, wann jeder Ziegelstein in der Stadt Geburtstag hat. Er kann dir alle Details sagen, vermutlich mehr, als du ertragen kannst. Ich komme dann später wieder. Hallo Melvin, was gibt es? Was hältst du davon, die Tariferhöhung für das Überlandpostsystem zu genehmigen? Nein, das kann ich nicht genehmigen. Das sind ja regelrechte Banditenpreise, die Sven da verlangen möchte. Aber er zahlt mehr für die Kapseln, als er fürs Porto verlangt. So kann es nicht weitergehen. So kann es das nicht? Warum denn nicht? Der stille Sven hat doch bisher auch immer brav für die ganze Stadt gezahlt.
Als ich gemerkt habe, wie er sein Gehalt verprasst, habe ich es natürlich erstmal gekürzt. Und jetzt hat Sven die Nase voll? Nicht mit mir. Die Post streikt. Wusstest du das? Aber das geht nicht. Sven ist Beamter. Er darf nicht streiken. Trotzdem tut er es, weil ihr ihn ausbeutet. Jawohl. Warum unternimmt hier eigentlich niemand etwas dagegen, dass Walt solche Horrorpreise verlangt? Weil Walt ein verdienter Bürger unserer Stadt ist und außerdem der größte Steuerzahler der Stadt. Zumindest, wenn er Steuern zahlen würde. Junge, du musst noch viel lernen. Ein verdienter oder verdienender Bürger? Na gut, ich sehe es ein. Ich verschwende hier meine Zeit. Du willst Sven nicht helfen. Ich bin wieder weg. Bis dann. Was gibt's, junger Mann? Kannst du mir Faridas Laden empfehlen? Oder gibt es bessere Anbieter in der Stadt? Oh, Faridas Sortiment ist weithin gerühmt im ganzen Land. Mhm. Ich kann den Laden nur mit leeren Geldbeutel betreten, sonst kaufe ich sämtlichen magischen Tand in ihren Auslagen. Farida grinst immer süffisant, wenn ich nur an ihrem Laden vorübergehe. Wie funktioniert das magische Postsystem? Na, wie funktionieren Postwurfsendungen wohl? Die Maschine schießt die magischen Kapseln zu einem beliebigen Punkt, um sie dem Empfänger direkt zuzustellen. So einfach ist das. Ja, aber wie funktioniert einfach. Das genau? Ha, wie das System funktioniert, kann doch niemand wissen. Schließlich ist es magisch. Was frag ich auch. Sind alle Menschen dieser Welt magiebegabt? Aber nein. Zauberer gibt es heutzutage nicht mehr viele. Selbst im Rat sind alle Zauberer Dilettanten und Kleinkrämer. Von mir einmal abgesehen. Ich muss weiter. Gut, ich würde mal sagen, wir haben leider eine Aufgabe wieder bekommen. Ah, hier ist der Friedhof. Wie käme man denn eigentlich hin? Durch das Stadttor nach draußen, okay. Doppelklick, so. Wir gucken mal, wie es danach aussieht. Fast ähnlich. Gibt überhaupt nichts zu meckern. Können wir gleich mal einen Mond halten hier oben. Es klappt. Die Mondlampe ist tatsächlich aufgeladen. Ist ja cool. Guck mal, da kommt richtig sogar, ne? So, was haben wir denn hier eigentlich? Grabsteine? Asche zu Asche war der Wahlspruch des Feuermagiers Ignifaxius, dessen eigene hier begraben liegt. Staub zu Staub. Auf dem Grabstein ist eine Laute eingemeißelt und ein Spruch. Dem König zum Spott reimte Brenner ein Lied, nach dessen Vortrag man sie briet. Oh, blühendes Nachtdämmerkraut. Hier wurde Grumpy der Zwerg zur Ruhe gebettet. Er starb an gebrochenem Herzen, nachdem ihm der Bart abgeschnitten ward. Wow, da hat jemand einen Zwerg kastriert. Wie grausam. Verblühtes Dachdämmerkraut, blühendes Dachdämmerkraut. Eine Mausratte oder so. Geht's hier noch drüben weiter? Nee. Hier, ein Johanniskraut. Oh, können wir auch mitnehmen. Okay, ich rupfe das Johanniskraut jetzt aus und nehme es mit. Was ist das jetzt genau? Das ist Johanniskraut. Es duftet. Es duftet. Das ist ein Büschel blühendes Nachtdämmerkraut. Noch eine Tagesscheinblume, cool. Ich kann diese Blume nicht pflücken. Sie ist zu groß und der Blütenkelch läuft garantiert aus, wenn ich sie herumschleppe. Okay. Jetzt kann ich sie nicht... Die Scheinblume ist verwelkt. Kein Wunder, es ist ja nachts. Kein langen Finger übertraf Ferris den Flinken, bis Gevatter Tod kam und ihm das Leben raubte. Das ist wirklich ein schönes Grab.
Diese herrlichen, leuchtenden Blumen scheinen magisch zu sein. Aber steht kein Stein darauf und damit auch kein Name. Wem wohl dieses Grab gehört? Dem Namenlosen. Du, du, du. Wahrscheinlich dem Vierten. Ne? Wir wissen ja, da gibt es ja noch einen Vierten. Da hängt ein Schild dran. Zutritt auf eigene Gefahr. Freilaufende Wiedergänger. Wiedergänger? Was denn? Ein paar Untote gehören auf jeden gut sortierten Friedhof. Genau. So, warte mal. Wir haben jetzt eine Mondlampe. Ah, du bist es, Melvin. Was macht meine Mondlampe? Ach, die Lampe, die bringe ich dir mit, sobald ich sie aufgeladen habe und nicht mehr brauche. Ich komme dann später wieder. Brauchen wir die oder was? Oder müssen wir... Nee. Hallo. Ich gehe da mal wieder. Bis später. Was sagten... War das F1? Ja. Unerledigte Aufgaben. Zeitmaschine Streik beenden. Null Kerzen angezündet. Ach so, um mir einen Tipp zu geben. Ah ja, schnell weg. Ist es denn zu glauben? Will man mich endgültig ins Grab bringen? Ich glaube kaum, dass ich diese Nacht überleben werde. Stimmt irgendwas nicht? Ach, die Stadträte haben der Wachscheuche auch noch die Uniform geklaut. Wahrscheinlich wieder so eine Sparmaßnahme. Jetzt erschreckt das Ding wirklich niemand mehr. Und wenn jetzt die Verbrecher die Stadt stürmen, gibt es nur noch mich, um sie aufzuhalten. Gestern habe ich ein Toastbrot getroffen, das war dir intellektuell überlegen. Und es war auch nicht halb so feige wie du. Was? Das ist ja wohl eine unglaubliche Frechheit, du Bengel. Dafür kommst du in die Zelle. Hilfe! Hätten wir jetzt nicht jede Menge Papierkram erledigen müssen? Hätten wir, aber ich bin einfach zu müde. Darum kümmern wir uns morgen. Bitte beachten, du darfst die abgesessenen Tage nicht mehr mitzählen, seit das Gesetz gegen Strichlisten an Kerkerwänden erlassen wurde. Wenn es etwas Wichtiges gibt, ruf mich durch die Tür. Ich stehe draußen am Tor. Okay. So, die Wache ist weg. Jetzt kann ich in Ruhe nach dem Tunnel suchen. Na dann, viel Spaß. So auf Anhieb sehe ich nichts. Nichts zu sehen? Oh, verflucht. Hätte ich mich bloß nie auf diesen Blödsinn eingelassen. Wie komme ich hier je wieder raus? Ein Nachttopf. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Wirklich nicht. Ich auch nicht. Warte mal, wir machen mal zum Tag. Ich will hier nicht länger bleiben als nötig. Ah. Und auf dieser versifften Pritsche lege ich mich schon gar nicht schlafen. Okay, dann legen wir uns da schlafen. Oh toll, das nenne ich Komfort. Was denn? Du hast sogar die Wahl zwischen feuchtem Stroh und krabbelnder Matratze. Krabbelnde Matratze. Unter dem Gully fängt ein Abflussrohr an. Da kann sich kein Gefangener durchquetschen. Bestenfalls eine sehr unsaubere Ratte. Oh. Durch dieses kleine Fensterchen komme ich nie nach draußen. Hey, sieh mal, da draußen wachsen Radieschen. Ich habe einen privaten Gemüsegarten. Klar. Und das Wasser, das von der Decke tropft, ist eine Wellnessdusche.
Man muss sich das alles nur richtig, ne? Pilze gibt's ja auch, guck mal. Nichts eignet sich besser zur Pilzzucht als ein feuchter Kerker. Hey, irre, das sind ja sogar Champignons, die sind essbar. Ich will lieber nicht wissen, was das hier war. Vielleicht Gift für einen verurteilten Philosophen oder ein Antibrechmittel wegen der Essensqualität. Hehe, die Zelle hat ein Gästebuch. Nett. In der Matratze kribbelt und krabbelt es. Die rühre ich nicht an. Schade. Strohlager, Wache rufen, Nachttopf. Können wir bestimmt mit dem Zeug irgendwas machen hier. Welchen Sinn soll das haben? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe jetzt auch erstmal nichts. Hey, Wache! Was willst du, Gefangener? Zigarette. Hier, pass auf. Kann ich eine Zigarette haben? Das hier ist eine Nichtraucherzelle, Bürschchen. Genau. Außerdem ist die Ausgabe von Zigaretten an Jugendliche nicht erlaubt. Darüber hinaus bin ich verpflichtet, dich über die Gefahren aufzuklären, die da wären. Hautalterung, gesteigertes Risiko von Herz und Kreislauf. Danke, das genügt. Ich wollte eh nur mal testen, ob du dich an die Jugendschutzbestimmungen hältst. Ich rauche nämlich gar nicht. Okay, Ich habe schrecklichen Hunger. Kein Problem. Leider bietet unsere Küche um diese Uhrzeit nur ein eingeschränktes Angebot an Speisen. Genauer gesagt, Kaviar, Rindersteaks oder Käsesandwichs. Was darf's denn sein? Ich nehme den Kaviar. Oh, ich sehe gerade. Davon haben wir leider nichts mehr da. Das tut mir jetzt aber furchtbar leid. Was möchtest du stattdessen? Dann nehme ich das Rindersteak. Ein Rindersteak, bitte. Oh, ich sehe gerade. Davon haben wir leider nichts mehr da. Das tut mir jetzt aber furchtbar leid. Was möchtest du stattdessen? Käsesandwich hört sich gut an. Hier, ein Käsesandwich ohne Käse. Den haben die Ratten gefressen. Und ehe du jetzt maulst, sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Trockener Toast. Ich bin begeistert. Ratten! Hier quiekt's! Nanu, was hast du denn? Du hast doch nicht etwa Angst vor ein paar lausigen Ratten? Großkotz! Ratten, die dir bis zur Hüfte reichen, wären dir sicherlich auch nicht angenehm. Sie haben nur den Käse gegessen. Seltsam. Ich finde weder eine Ratte noch ein Rattenloch. Das Quieken scheint aus dem Boden zu kommen. Vielleicht gibt es diesen Geheimgang, von dem Sven erzählt hat, wirklich. Ich muss nur den Eingang finden. Aber wie? Vergiss es. So findest du den Tunnel nie. Aber irgendwo hier muss doch eine lose Platte sein. Ich höre doch die Ratte. Hier ist die Platte. Aber du siehst sie nicht. Lock sie doch aus dem Tunnel. Dann findest du den Eingang, wenn es einen gibt. Gute Idee. Sie hat schon das Sandwich gewittert, sonst würde das Biest ja nicht rumfiepen. Aber offenbar hat sie für trockenen Toast nicht viel übrig. Da muss noch was drauf. Ja, Pilze. Das passt nicht zusammen. Radieschen. Das lasse ich besser bleiben. Was anderes gibt's ja bestimmt nicht. Hey, Wache! Was willst du, Gefangener? Kann ich Schinken für mein Sandwich haben? Schinken? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Für einen Gefangenen gibt's keinen verdammten Schinken. Doch, gibt es, weil der Gefangene sonst zur Presse geht und die menschenunwürdigen Zustände in diesem Folterknast anprangert. Willst du mir drohen, du Rotznase? Solange du hier drin sitzt, prangerst du nichts und niemanden an. Warte nur ab, ich werde einfach türmen. Sehr sicher soll der Kerker ja eh nicht sein. Dann prangere ich die Missstände hier an und... Das würde mir nicht sehr gefallen, wenn die Pressefutzes hier ihre Nase reinstecken würden. Also gut, ich mache einen Kompromiss. Ich kann dir eine Scheibe Schinken von meinem Vesperbrot anbieten. Ach, verdammt, ich würde Sven immer ähnlicher.
Da will ich aber noch Käse haben hier. Kann ich Käse für mein Sandwich haben? Ich hab dir doch gesagt, dass die Ratten den Käse gefressen haben. Aber das verstößt gegen die Gesundheitsvorschriften. Gefangene müssen ausreichend mit Milchprodukten versorgt werden. Genau. Woher hast du denn diesen Schwachsinn? Gefangene sollen bloß einen Zahnstocher bekommen, damit sie nicht wegen eines Loches im Zahn rumheulen und die Stadt den Zahnreißer zahlen muss. Ich habe aber so schrecklichen Hunger. Seit Tagen habe ich nichts mehr gegessen. Ich könnte sterben und hier drin spuken. Hab doch Mitleid. All das ließe sich ja schon dadurch vermeiden, dass du mir jetzt eine Scheibe Käse gibst. Du willst hier spuken? Das wäre mir eher unangenehm, muss ich sagen. Ach, verflucht. Ich hatte gehofft, den Käsevorrat für mich abzuzweigen. Wenn du mein Gehalt bekommen würdest, würdest du mich verstehen. Da, nimm und werd glücklich. Und ich hätte gern Ketchup. Kann ich Ketchup für mein Sandwich haben? Was, bitte? Ketchup, dieses rote Zeug, das man aus Tomaten macht. Bitte was? Sonst noch Sonderwünsche? Vielleicht noch etwas Delikatessremoulade oder Gourmet-Meerrettichpaste? Jetzt reicht's aber. Okay. Lass mich bitte allein, damit ich über mein Schicksal lamentieren kann. Apropos. Das bringt nichts. Gibt es nichts Magnetisches zu angeln, das ich angeln will. Ach so, okay, Entschuldigung. Gut, dann machen wir den Käse auf den Toast. Was mache ich hier eigentlich? Dann machen wir den Schinken auf den Toast. Welchen Sinn soll das haben? Ah, ich muss wahrscheinlich eine Hand machen, ne? So, Schinken, Käse, Pilze und Radieschen. Das muss auch für eine restlos verwöhnte Ratte reichen. Oh bitte, sag jetzt nicht, das reicht dir immer noch nicht, du Mistvieh. Hey, Fanny, sieh dir das an. Ich hab's doch gewusst, es gibt den Tunnel. Schrei doch noch lauter. Ich wette, Wolf würde sich gerne mit dir freuen. Los, beeil dich! Raus hier! Okay, schnell speichern. Das ist doch nicht vorher aufgefallen. Jetzt fällt's auf, wenn er nicht zumacht. Puh, dunkel hier unten. Das ist ja beinahe ein Labyrinth. Hoffentlich gibt es hier keine Spinnen. Spinnen! Ich will in deine Tasche. Erst Ratten, dann Spinnen. Bitte was? Du bist zu empfindlich, Fanny. Ich? Quatsch. Kümmere dich lieber um deine eigenen Phobien. Ist ja gut. Hier ist nichts, glaub mir. Nur ein paar Spinnenweben. Was ist das? Ein Stein? Es hat Löcher. Eine Bowlingkugel? Nein, Ikit! Was ist denn? Ich glaube, ich habe gerade jemanden getroffen, der dasselbe Problem hat wie ich. Allerdings ist er schon etwas länger hier unten. Lecker. Können wir gehen? Tja, ich hoffe, ich finde einen Weg. Da ist eine Tür. Hey, sie geht auf. Hilfe! Uah, wer ist da? Ich habe mich in der Tür geirrt. Ich komme später nochmal wieder, okay? Glaube, darüber sollte ich besser nicht weiter nachdenken. Puh, endlich raus aus diesem Dreckloch. Wem sagst du das? Meine Flügel sind ganz staubig.